Die Praktizierung des Islam wird häufig als Ende eines schweren Weges betrachtet. Ein Ziel, das dann erreicht wird, wenn man seine Sünden hinter sich gelassen hat. Einige Leute sagen, ich bin noch nicht bereit, mein Gebet zu verrichten. Oder ich bin noch nicht bereit, meinen Hijab zu tragen. Diese Menschen möchten damit aussagen, dass sie erst dann anfangen könnten, den Islam zu praktizieren, wenn sie keine Sünde mehr begehen würden. Doch bemerken sie dabei nicht, wie falsch diese Einstellung ist. Es würde wohl auch keiner auf die Idee kommen, seine Medizin erst dann einzunehmen, wenn er wieder gesund ist, oder? Wenn du darauf wartest, deine Sünden verlassen zu haben, um ein Leben zu leben, das deinem Schöpfer gefällt, wirst du lange warten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte uns, jeder Sohn Adams begeht Fehler. Und die besten derer, die Fehler begehen, sind jene, die reumütig zu Allah zurückkehren. Jeder Mensch, den du siehst, egal für wie makellos du ihn hältst, begeht Fehler. Er hat Sünden, die du ihm nicht ansiehst. Und das ist von Allah subhanahu wa ta'ala auch genauso vorgesehen. Jeder macht immer mal wieder Fehler, die er bereut. Wenn du darauf wartest, keine Fehler mehr zu begehen, wirst du immer eine Ausrede haben, um den Islam nicht zu praktizieren. Wenn das so ist, pass nun gut auf. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wala dhikrullahi akbar, wallahu ya'lam ma tasna'un. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer. Und Allah weiß, was ihr begeht. Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns mit, was das Werkzeug ist, um die Sünden zu verlassen. Die Weisheit, die man aus diesem Vers entnehmen kann, ist, derjenige, der sein Gebet verrichtet, wird sich vom Haram fernhalten. Es bedeutet aber noch viel mehr als das. Wir können diesem Vers eine grundlegende Haltung entnehmen, die man als Muslim einnehmen sollte. Und zwar, dass gute Taten vor Sünden schützen. Die guten Taten sind eine Vorkehrung, um sich von Sünden fernzuhalten und von diesen abzukommen. Das Gebet ist beispielhaft dafür, denn es bringt viele Dinge mit sich. Derjenige, der regelmäßig betet, ist ständig dabei, sich an Allah subhanahu wa ta'ala zu erinnern. Und häufig ist es so, dass man Allah vergisst, bevor man Sünden begeht. Er erinnert sich an die Belohnung für gute Taten und die Bestrafung für schlechte Taten. Er gibt Allah subhanahu wa ta'ala fünfmal am Tag mehr Priorität als allem anderen. Er sucht sich nicht Zeit, um sein Gebet zu verrichten, sondern nimmt sich diese Zeit. Die Serie wird pausiert oder das Spiel unterbrochen. Er wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala zu und blendet alles Weltliche aus. Er vergisst das Vergängliche und widmet sich dem Ewigen. So befindet derjenige sich ständig im Gedenken Allahs. Und diese ständige Erinnerung hindert ihn daran, Sünden überhaupt erst zu begehen. Genauso ist es mit anderen guten Taten. Denn mit dem richtigen Bewusstsein und der Absicht, diese Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun, erinnern wir uns ständig an Allah und halten ihn subhanahu wa ta'ala in unserem Bewusstsein. Dass man gute Dinge tut und sich an den Islam hält, obwohl man Sünden begeht, hat nichts mit Heuchelei zu tun. Lass dir vom Shaitan nicht einflüstern, du wärst ein Heuchler, weil du Sünden machst und gleichzeitig den Islam leben willst. Vielmehr solltest du darauf hoffen, dass gerade weil du den Islam lebst, du diese Sünden hinter dir lassen kannst. Du arbeitest an dir und näherst dich Allah. Und falls du doch einmal abrutschen solltest, verliere nicht die Hoffnung. Denn die gute Tat schützt nicht nur vor Sünden, sie reinigt auch davon. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo du auch bist, und lass auf eine schlechte Tat eine gute folgen. Denn sie wird diese auslöschen, und benimm dich gut gegenüber den Menschen.